Bestimmt sind euch schon diese Teile hier aufgefallen. Windräder oder etwas fachlicher ausgedrückt Windkraftanlagen. Die gibt es sowohl an Land, was als Onshore bezeichnet wird, und es gibt sie im Wasser. Diese Anlagen werden dann Offshore genannt. Sie sind deshalb so beliebt, weil sie die Windenergie nutzen, um Strom zu erzeugen und somit zu den regenerativen Energien zählen. Doch wie funktioniert so ein Ding jetzt? Gleich seid ihr schlauer. Erstmal ganz grundlegend. Wie wird Wind zur Energie? Physikalisch korrekt ausgedrückt, die kinetische Energie des Windes muss in elektrische Energie umgeformt werden. Das machen Windräder nicht auf direktem Weg, sondern sie wandeln die kinetische Windenergie erstmal in mechanische Rotationsenergie um. Soll heißen, die kinetische Energie des Windes treibt die Flügel eines Windrades an und versetzt diese dadurch in eine Drehbewegung. Das kann durch zwei unterschiedliche Arten geschehen. Entweder durch das sogenannte Widerstandsprinzip oder durch das Auftriebsprinzip. Beim Widerstandsprinzip strömt der Wind gegen die Fläche des Windrads und die Fläche erfährt dadurch einen Kraftstoß. Dieser Kraftstoß setzt das Windrad in Bewegung. Da dieses Prinzip einen sehr schlechten Wirkungsgrad hat, wird es nicht zur Stromerzeugung eingesetzt. Die alten Windmühlen funktionieren aber nach diesem Prinzip. Zum Stromerzeugen werden heute Windräder nach dem Auftriebsprinzip gebaut. Hier sind die Flügel des Windrads ähnlich wie die Flügel eines Flugzeuges gebaut. Werden diese dann von Luft umströmt, umströmt die Luft die Flügel auf der Oberseite schneller als auf der Unterseite. Dadurch herrscht unter den Flügel ein höherer Druck als über den Flügel. Dieser Druckunterschied führt dann dazu, dass eine Kraft auf den Flügel wirkt, welche den Flügel in Bewegung setzt und antreibt. Die sich drehenden Flügel sind dann mit einer Achse verbunden, die sich auch dreht. Jetzt gilt es noch, die Drehbewegung der Achse in elektrische Energie umzuwandeln. Dazu braucht ihr einen Generator. In diesem Generator dreht sich, stark vereinfacht gesagt, eine Spule in einem magnetischen Feld. Durch elektromagnetische Induktion wird deshalb in der Spule eine Spannung induziert. Schließt ihr an diese Spannung einen elektrischen Verbraucher, zum Beispiel eure PlayStation, an, dann läuft das Teil. Na gut, so ganz einfach ist es dann doch nicht. In der Praxis wird die Windkraftanlage in das elektrische Netz integriert und dann gelangt der Strom über Trafos, Übertragungsleitungen und anderen Betriebsmitteln zu euch ins Haus. In Mecklenburg-Vorpommern wird 40% des Bruttostromverbrauchs aus der Windenergie gewonnen und die Tendenz ist steigend. Gerade im Offshore-Bereich sind noch viele Windkraftanlagen geplant.